Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, im Moment braucht ihr mir keine Nachrichten oder E-Mails zu schreiben. Ich bin in dieser Woche überhaupt nicht zu Hause. Ich bin weit, weit weg. Nein, ich bin nicht im Nordural. Ich bin ein paar tausend Kilometer weiter südlich und ein paar tausend Kilometer weiter westlich. Und was ich da mache, das könnt ihr dann nächste Woche auf meiner Website sehen. Für die Filme diese Woche ist aber vorgesorgt und dank moderner Technik kann ich sogar eure Kommentare lesen und beantworten, aber ich werde da keine großen Mails oder so schreiben können, also wenn ihr mich was fragen wollt über Mail oder Nachrichten, verwahrt das bis nächste Woche und jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Ich denke, wir kennen das alle. Wenn in einem Film irgendetwas besonders gruselig sein soll, dann spielt Nebel da eine wichtige Rolle. Und es gibt Filme, die sich direkt dem Bösen im Nebel widmen, so wie Fog oder The Fog. Vielleicht ist jemand von euch schon einmal durch dichten Nebel gelaufen, und zwar dort, wo keine Menschen sind, in einem Waldgebiet oder in einer Stadt, wo die Straßen menschenleer waren, und hat dann auch so eine sehr merkwürdige Stimmung bekommen, so ein bisschen beängstigend. Und es gibt tatsächlich Berichte, und die kommen wirklich von der ganzen Welt her, dass dieses mulmige Gefühl im Nebel manchmal gar nicht so unbegründet zu sein scheint. Denn in diesem Nebel, da sind schon sehr merkwürdige Dinge passiert. Teils waren es Dinge, die sich hinterher dann doch erklären ließen, aber für einen großen Teil dessen, was berichtet wird, dafür gibt es bis heute keine vernünftige Erklärung. Und da stellt sich dann die Frage, war das normaler Nebel oder hat sich da irgendetwas anderes auf die Erde niedergelassen? Beginnen möchte ich mit einer Geschichte, die sich hinterher erklären ließ, die aber tragischer gar nicht sein könnte. Es ist etwas, das sich am 6. Dezember 1952 in London zugetragen hat. Stellt euch einmal vor, ihr hättet dort gelebt, und London ist ja für seinen Nebel bekannt, und von daher hat es keinen sonderlich beunruhigt, dass der 6. Dezember 1952 wieder einmal ein sehr, sehr nebliger Tag wurde. Aber dann fing der Nebel an, sich merkwürdig zu verdichten, und am nächsten Tag waren Tausende von Menschen tot, insgesamt mit denen, die einige Zeit später noch an den Folgen gestorben sind, hat dieser Nebel 12.000 Menschenleben gekostet. Das hat die Nation geschockt, gar keine Frage, aber man hat danach lange, wirklich lange Jahre herumgerätselt, was denn nun wirklich passiert sein konnte. Und erst in den Jahren 2015 und 16 da sind sich Wissenschaftler über ein bestimmtes Modell einig geworden, was diese Katastrophe hervorgerufen haben könnte. Tragischerweise kamen an diesem Tag dort verschiedene Faktoren zusammen, die aus diesem Nebel sozusagen eine Giftwolke gemacht haben. Das ganze Unglück fing damit an, dass der Wind abflaute. Da aber Winter war, da heizten die Leute, was ging, und auch die Fabriken, damals schossen noch ungefiltert ihre Abgase in den Himmel. So bildete sich aus diesen Kaminen über London eine Glocke aus warmer Luft, und am Boden, da war eben die kalte Winterluft. Und diese Abgase, die sanken dann runter auf dem Boden in die kalte Luft. Durch diese Dunstglocke traf dann kaum noch Sonnenlicht auf den Boden, und dadurch wurde es kälter, und die Londoner, die heizten noch mehr. Aufgrund verschiedener chemischer Prozesse, die dann einsetzten, verwandelte sich Schwefeldioxid in eine giftige Säure, und diese Partikel haben die Menschen dann eingeatmet, und das Ergebnis waren am Ende 12.000 Tote. So hat ganz einfacher Nebel, der aufzog, zu einer gigantischen Katastrophe geführt. So tragisch das Ganze auch war, es ist erklärbar, aber andere Geschichten eben nicht. Einer der ältesten Berichte über Menschen, die im Nebel verschwanden, den ich finden konnte, der stammt aus dem Jahre 1914. Der ist insofern interessant, dass es sehr viele Augenzeugen gab und auch einen Bericht in den militärischen Unterlagen. Auf einem japanischen Flugplatz, da hatte sich eine merkwürdige
Nebelwand gebildet und darunter herrschte klare Sicht. Aber diese Nebelwand, die sich dort in der Luft befand, die hatte, so wie man lesen konnte, geschätzt, so eine Höhe von ca. 50 Metern. Und die Länge entsprach in etwa der des Rollfeldes. Das Ganze war sicher ein ungewöhnlicher Anblick, aber jetzt auch nicht so, dass da irgendjemand beunruhigt gewesen wäre. Ein junger Leutnant der japanischen Luftwaffe, der näherte sich mit seinem Flugzeug der Landebahn. Und um auf dieser Landebahn landen zu können, musste er durch diese Nebelwand hindurchfliegen. Das Bodenpersonal und die damals noch in irgendwelche Baracken anstatt in Towern untergebrachte Flugsicherheit, die sah das Flugzeug herankommen und sah, wie es in den Nebel eintauchte. Aber dieses Flugzeug kam nicht mehr heraus aus dem Nebel. Es war einfach weg. Wäre das Flugzeug abgestürzt, dann wäre es eben trotzdem auf dem Flughafen auf die Erde geknallt, aber nichts. Die Motorgeräusche, die verstummten und das Flugzeug samt Pilot war verschwunden und es blieb verschwunden. Es wurde niemals wieder gefunden. Nur wenig später, nachdem dieses Flugzeug in diese Nebelwand eingetaucht und verschwunden war, da löste sich diese Nebelwand dann plötzlich auf. Das, was alle Augenzeugen als extrem merkwürdig beschrieben, das war dieses plötzliche Aussetzen der Motorengeräusche und die Menschen dort, die gingen davon aus, dass dieses Flugzeug jetzt jeden Augenblick auf dem Flugplatz aufschlagen würde. Aber es wurde niemals wieder gesehen. Wir bleiben noch in Japan, und zwar im Jahre 1963. Und wie ihr vielleicht wisst aus der Tradition heraus, da läuft es in japanischen Unternehmen so ein bisschen anders als in Unternehmen, die wir aus Europa kennen. Und in den 60er Jahren, da herrschte dort noch viel mehr dieser Samurai-Gedanke als heute. Das heißt, wenn man in einer Firma angefangen hatte, in einem Unternehmen, dann war man dort sozusagen Soldat. Und man hat sein Leben sozusagen dieser Firma überschrieben und es herrschte dort eine extrem strenge Hierarchie. Und ganz oben, da saßen die Chefs, die waren unantastbar und die hatten ja da schon fast den Götterstatus. Und so ein Chef, der durfte sich keine Blöße leisten. Und einer dieser Chefs, ein Bankdirektor, der war im Jahre 1963 mit einem sehr vermögenden Kunden unterwegs zum Golfplatz. Das ist nichts Außergewöhnliches. In Japan ist auch heute noch der Golfplatz sozusagen das Büro, um größere Geschäfte abzuschließen. Aber diesem Bankdirektor, dem ist auf der Fahrt etwas passiert, was er höchstwahrscheinlich niemals erzählt hätte, wenn nicht so ein vermögender Zeuge dabei gewesen wäre, der das Ganze bestätigte. Dieser Bankdirektor, der war mit seinem Kunden auf dem Weg zum Golfplatz. Und vor ihnen, in einigem Abstand, da fuhr die ganze Zeit schon ein schwarzes Fahrzeug. Und dieses Fahrzeug, das fuhr auffallend langsam. Und als sie dieses Fahrzeug überholten, da stellten sie fest, dass die Seitenscheiben fast schwarz getönt waren. Man konnte nur schemenhaft auf dem Rücksitz jemanden erkennen, der dort anscheinend Zeitung las. Aber einige Zeit später, da wurden sie dann von dem schwarzen Fahrzeug überholt, das ordentlich Gas gegeben hatte und dann wieder vor ihnen fuhr. Der Abstand zu diesem Fahrzeug, der vergrößerte sich, aber plötzlich sahen der Bankdirektor und sein Kunde, wie sich aus dem Nichts eine Nebelwolke um dieses Fahrzeug herum bildete und die wurde so dicht, dass die beiden das Fahrzeug nicht mehr sehen konnten. Und das Merkwürdige war, dass diese Wolke einfach um dieses Fahrzeug herum entstand und nirgendwo sonst Nebel aufgezogen war. Der Bankdirektor, der am Steuer saß, der bemerkte, dass diese Wolke zum Stehen kam und er verringerte ebenfalls die Geschwindigkeit, denn das Ganze wurde ihm dann doch zu unheimlich. Und dann soll sich diese Wolke plötzlich vom Boden gelöst haben und einige Meter Richtung Himmel geschwebt sein. Und dort soll sie sich dann in Luft aufgelöst haben. Und das Fahrzeug, das war ebenfalls verschwunden. Es gab dort keine Straße, an der das Fahrzeug hätte abbiegen können und diese Landstraße war gerade. Und man hätte dieses Fahrzeug auf jeden Fall noch sehen müssen, wenn es sich sozusagen vor der Wolke weiter entfernt hätte. Denn das Ganze dauerte nur wenige Sekunden, aber das Fahrzeug war nicht mehr auffindbar. Und das Ganze war eben so auffällig, dass die beiden Männer so beunruhigt waren, dass sie im nächsten Ort dann die Polizei verständigten und ihre Aussage zu Protokoll geben mussten. Aber wie die beiden dann erfuhren,
Da war dieses Verschwinden des Fahrzeugs nicht das einzige Merkwürdige, was auf dieser Landstraße jemals in dieser Form passiert ist. Denn nur wenige Wochen zuvor hatte schon jemand ein solches Erlebnis mit einem vor sich fahrenden schwarzen Fahrzeug gehabt. Da stellt sich nun die Frage, ist das Ganze ein Zufall oder gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem schwarzen Fahrzeug und dem plötzlich auftauchenden Nebel, in dem es verschwindet? Geklärt werden konnte das Ganze bis heute nie. 2016, da hat sich über einen Ort in Wales eine merkwürdige Nebelwolke gebildet. Ihr könnt sie hier im Bild sehen. Das sieht fast aus wie so ein Dom, so eine Kuppel, die über dem Ort lag. Die Meteorologen, die waren begeistert über das, was sie dort zu sehen bekamen. Und ihre Erklärung war, dass ein Teil des Nebels aufgrund warmer Luftströmungen am Boden nach unten gezogen wurde, während ein anderer Teil des Nebels in die kalte Luft aufstieg. Und dadurch hätte sich dann so eine Art Kuppel über diesem Ort gebildet. Den älteren Bewohnern der umliegenden Orte, denen stellten sich allerdings die Nackenhaare auf, als sie diese Nebelglocke sahen, denn es gibt dort eine Geschichte über eine Nebelkuppel, die sich über einen Ort herabsenkte, und die ist dann eher tragisch geendet. Diese Geschichte, die soll sich im späten Mittelalter zugetragen haben, und in den Chroniken dieser Gegend, da kann man lesen, dass die Menschen dort etwas erlebt haben, das für sie unerklärbar war. An einem Herbsttag, da soll der Teufel, so wie die Menschen sich das damals erklärten, über einen Ort eine solche Nebel- oder Wolkenglocke gestülpt haben, und als die sich verzog, da hätte er sich die meisten Seelen aus dem Ort mitgenommen. Mit anderen Worten, die Menschen waren tot. Und wenn man die Ortsgeschichte kennt und dort lebt und plötzlich erscheint da wieder so eine Nebelglocke, dann kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere da vielleicht etwas beunruhigt war, weil er das Ganze bisher so als Legende abgetan hat, aber plötzlich steht dort so eine Glocke. In diesem Fall ist dort nichts passiert, aber in den Aufzeichnungen, wo genau dieses Phänomen, was wir dort sehen, auch auftrat, da hat es fast die gesamten Bewohner eines Ortes dahin gerafft. Und seitdem ist das, was in dieser Geschichte beschrieben wurde, auch niemals mehr aufgetaucht bis zu diesem Tag. Und nun muss man sich überlegen, was könnte es gewesen sein, was damals diese ganzen Menschen hat versterben lassen. Denn offensichtlich haben sie sich das mit der Wolken- und Nebelglocke über den Orten nicht einfach nur ausgedacht. Aus verschiedenen Teilen der Welt, da gibt es aber auch Geschichten, dass der Nebel seltsame Kreaturen mit sich führt. Und diese Art Nebel, die soll dann sehr begrenzt sein, sozusagen eine Wolke, ohne dass drumherum Nebel herrschen würde. Und diese Wolke, die scheint sich über das Land zu bewegen. Und wenn man in diese Wolke hineingerät, dann kommt man dort nie wieder heraus. Vor allem zu früheren Zeiten, da war dieser Nebel mit diesen seltsamen Gestalten darin etwas, was sich in vielen Kulturen wiederfindet. Sei es bei den eingeborenen Völkern auf dem amerikanischen Kontinent oder auch in Afrika. Diese Geschichten, die gleichen sich fast bis aufs Haar. Solange man in diesen Nebel nicht hineingerät, da kann man diese Gestalten von außen sogar sehen. Aber wird man von diesem Nebel eingefangen, dann war es das. Es gibt aus dem Bereich der Ufologie so eine Theorie, was das Ganze gewesen sein könnte. Einige Ufologen, die dieses Thema studiert haben, und es gibt wie gesagt nicht wenige dieser Berichte, die sind der Meinung, dass diese Wesen, die da beschrieben wurden, in diesem Nebel Außerirdische gewesen sein könnten. Und die haben vielleicht aufgrund der fortgeschrittenen Technik, die sie beherrschten, eine Atmosphäre um sich herum erschaffen, in der sie sich frei bewegen konnten. Das hier ist der Tomoka River, der liegt westlich von Daytona. Im Jahre 1955 ist es dort zu sehr merkwürdigen Vorfällen gekommen. Jäger fanden dort vermehrt völlig blanke Knochen von Tieren, so als wären sie fein säuberlich komplett von jedem Fleisch befreit worden, und zwar die gesamten Skelette auf einem Fleck. Die Knochen, die waren nahezu schneeweiß. Wären die Tiere Opfer von Raubtieren geworden, dann hätte sich das Ganze vollkommen anders dargestellt. Aber da war es so der Fall, als wären die Tiere an Ort und Stelle umgefallen und dann verwest. Das Problem an der Sache ist nur,
dass dieses Gebiet, wo diese Tiere dann oder die Knochen gefunden wurden, sehr oft begangen wurde. Und das heißt, man hätte diese verendeten Tiere schon weit, weit vorher gefunden. Und es kamen immer neue Knochen hinzu. Das fing bei Kleinsttieren wie Mäusen an, über Vögel bis hin zu Rotwild. Die Menschen in der Gegend, die waren ratlos, was da vor sich gehen könnte. Einige waren der Meinung, dass sich dort gerade eine Indianersage bewahrheiten würde, in der es darum geht, dass ein Häuptling, der von den frühen Siedlern dort um sein Hab und Gut bestohlen wurde, sich fürchterlich an ihnen rächen würde, indem er ihnen die Grundlage des Lebens, also Tiere, die man jagen konnte, auf diese Art und Weise entziehen würde. Das Ganze änderte sich aber, als ein paar Angler eines Morgens eine merkwürdige Beobachtung machten. Aus dem Wald, der den Tomoka River umgab, da trat plötzlich eine seltsame Nebelwand mitten auf den Fluss. Und diese Nebelwand, die soll fast rund gewesen sein und sie soll sich entgegen jeder Windrichtung bewegt haben, mal vorwärts, mal rückwärts zur Seite, so als ob sie irgendwie gesteuert wäre. Und dann mit einem Mal sei sie blitzschnell auf einen Baum zugeschossen, auf dem sich einige Vögel befanden. Und diese Vögel, die seien dann skelettiert aus dieser Nebelwand heraus in den Fluss gefallen. Und daraufhin hätte sich diese seltsame Nebelwand wieder zurück in den Wald begeben. Die beiden Angler, die ließen ihre Angeln angeln sein, warfen sie in den Fluss und legten sich ordentlich in die Riemen, um von dort wegzukommen. Und diese Wolke, die wurde dort angeblich dann immer häufiger beobachtet und die Folgen, die waren verheerend. Das Ganze ging so weit, dass sie eigentlich nur noch Tod und Zerstörung hinterließ, egal wo sie auftauchte, bis hin zu Bäumen, deren Rinde verschwunden war, nachdem die Wolke durch ein Stück Wald gezogen war. Es hatte den Anschein, als wenn nichts diese Berührung mit dieser Wolke überleben würde. Und dann eines Tages kam es dazu, dass der erste Mensch wohl dieser Wolke zum Opfer gefallen sein soll. Das war ein Jäger, der nicht wieder zurückkam, und als ein Suchtrupp sich aufmachte, um den Jäger zu finden, da fanden sie eigentlich nur noch ein völlig blankes Skelett, das sich innerhalb der Kleidung des Jägers befand. Es schien so, als hätte irgendetwas fein säuberlich bis auf die Knochen das komplette Fleisch des Menschen beseitigt, aber alles andere, wie die Kleidung und so weiter, das war völlig unbeschädigt. Diese ganzen Vorfälle, die sollen sich bis ins Jahr 1965 gezogen haben. Also 10 Jahre, und in dieser Zeit sollen dort angeblich 12 Menschen dieser Wolke zum Opfer gefallen sein. Es gibt zu diesem Fall ein paar Tatsachen und es gibt zu diesem Fall ein paar Dinge, über die man sicher diskutieren kann. Tatsache ist, dass in dieser Gegend vollkommen skelettierte Menschen gefunden wurden und dass man sich nicht erklären kann, wie es in so kurzer Zeit dazu kam. Die Polizei, die geht von einem ziemlich ekligen Umstand aus, und zwar, dass in dieser Gegend jemand Menschen getötet und sie dann sozusagen gekocht hat, bis sich das Fleisch von den Knochen löste. Und dann könnte er diese Knochenstapel so hingelegt haben, dass es aussah, als ob die Menschen an dieser Stelle einfach, ja, skelettiert wurden von irgendetwas. Gefasst wurde nie jemand, der etwas derartiges getan hat. Ob es nun wirklich 12 Menschen waren, die so aufgefunden wurden, das ist nicht nachvollziehbar. Manche Quellen sprechen von 4 Verstorbenen, die so aufgefunden wurden. Und es gibt eben diese Berichte dieser seltsamen Wolke, die durch die Wälder zog und sozusagen alles skelettierte und fraß, was sich ihr in den Weg stellte. Ebenso wahr ist allerdings auch, dass man diese übermäßig vielen skelettierten toten Tiere gefunden hat. Allerdings gibt es auf der anderen Seite nicht den leisesten Hinweis darauf, dass es diese merkwürdige Wolke, die von einigen beschrieben wurde, wirklich gegeben hat. Es gibt keine Fotos, es gibt keinerlei Beweise. Die Polizei, die hält da an ihrer Theorie fest, und die Menschen in der Gegend, die glauben eben an diese Geschichte mit der Wolke. Und das Ganze endete, wie gesagt, 1965, genauso schnell, wie es angefangen hat. Ob es jemals genauere Untersuchungen der Knochen gegeben hat, ob die vielleicht wirklich gekocht oder sonst irgendwie behandelt wurden, das ist aus diesen Berichten über diesen Fall leider nicht mehr zu entnehmen. Ja, und so kann man nur noch spekulieren. Glaubt man das eine oder das andere?
was ist denn eure favorisierte Version? Bei diesen ganzen Geschichten über Dinge, die im Nebel existieren sollen, also nicht generell, aber in manchen Nebelwolken oder Vorfälle, die es im Zusammenhang mit manchem Nebel gab, da könnte ich im Prinzip noch 5 Stunden weiter drüber erzählen. Das Ganze ist ein sehr umfangreiches Thema, das sollte man eigentlich gar nicht glauben, weil solche Stories gar nicht so im Vordergrund stehen bei den Mythen. Aber wenn man das mal gesammelt betrachtet, ist das eine Riesensache. Und wie gesagt, diese Geschichten kommen aus der ganzen Welt. Und da muss man sich fragen, gibt es vielleicht eine Art Nebel, die uns nicht so wohlgesonnen ist wie dieser natürliche Nebel, der entsteht? Was meint ihr? Gibt es da sozusagen einen zweiten Nebel, der uns zum Verhängnis werden kann? Oder sind das alles nur irgendwelche Storys, die erzählt werden? Vielleicht mache ich noch einen zweiten Teil, weil es gibt da über diese Nebeldinger noch so viele Geschichten zu erzählen. Da könnte ich mich eine ganze Weile dran aufhalten. Ja, liebe Mythengemeinde, benehmt euch, während ich weg bin, sonst. Aber für heute war es das erst einmal. Und wenn euch dieses Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch. Ihr Nebelschlingel.